Insulin ist ein Hormon, welches in der Bauchspeicheldrüse produziert wird und welches dafür sorgt, dass deine Kohlenhydrate, die in Glucose umgewandelt wurden, aus dem Blut in die Zellen transportiert werden. Wie schnell dieser Vorgang stattfindet und wie viel Insulin dafür benötigt wird, um eine gewisse Menge an Zucker aus dem Blut zu holen, das beschreibt die Insulinsensitivität. Wir sind bestrebt, in unserem Körper eine gute Insulinsensitivität, man kann auch sagen Insulinsensibilität, zu erhalten. Das heißt, die Zeit, die der Körper braucht, um den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu bringen, so kurz wie möglich zu halten und dabei so wenig wie möglich Insulin zu verwenden. Je mehr das aus dieser Balance kommt und der Körper immer mehr Insulin braucht, um eine bestimmte Menge Zucker in die Zellen zu bringen und das dann auch entsprechend lange dauert, das ist dann schon ein Zeichen für eine beginnende oder steigende Insulinresistenz. Bei einer bestimmten Form von Ernährung, die sehr zuckerreich ist, die mit vielen Kohlenhydraten und sehr regelmäßigem Essen und dabei aber einer relativ inaktiven Lebensweise, wenn da die Balance nicht stimmt, dann passiert es, dass die Zellen ihre Rezeptoren für Insulin einziehen oder deaktivieren und der Zucker im Blut verbleibt. Im Blut darf er aber nicht bleiben, dafür haben wir diesen Notfallplan, dass die Bauchspeicheldrüse in dem Moment immer mehr Insulin ins Blut schickt, um dann doch noch Zellen zu finden, die den Zucker aufnehmen müssen. Wenn der Zucker muss auf jeden Fall aus dem Blut, weil er sonst sehr, sehr schädlich ist und viele verschiedene Krankheiten auslösen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nie mehr als einen Teelöffel Zucker im Blut haben. Aber wenn Leute sehr viele Kohlenhydrate essen und da gibt also die kohlenhydratreiche Ernährung, die besteht aus dem überwiegenden Teil aus Zucker, dann kann es passieren, dass der Körper gegen den Zucker rebelliert und deshalb dann eine Insulinresistenz entsteht. Das heißt, die Zellen immer mehr und mehr ihre Insulinrezeptoren einziehen. Richtig nachweisen kann man das eigentlich nur über den HOMA-Test, der zeigt an, wie insulinresistent man ist. Das müsste man beim Arzt einfordern, weil das nicht zum Standardprogramm gehört, denn es reicht nicht aus, einfach den nüchternen Blutzucker zu messen und zu sagen, okay, dein Blutzucker ist in Ordnung, du hast kein Problem. Wenn aber alle Symptome da sind, dann hast du ein Problem und dann würde ich an deiner Stelle tiefer graben. Aber hier kommen jetzt meine 4 Tipps, wie du deinen Blutzucker besser regulieren kannst auf natürliche Weise. Tipp 1. Integriere in deine Ernährung regelmäßig Zimt. Aber achte darauf, dass es Ceylon-Zimt ist. Zimt hat sehr wunderbare Eigenschaften. Er unterstützt die Reinigungs- und Entgiftungsprozesse. Zimt ist dafür berühmt, den Blutzucker zu senken. Teste einfach aus, wie du auf den Zimt reagierst und kombiniere ihn vielleicht auch noch mit Apfelessig oder gib immer ein bisschen Zimt in deinen Apfelessigdrink hinein. Beide wirken Blutzucker senkend. Tipp 2. Achte darauf, dass alle deine B-Vitamine im grünen Bereich sind. Da verwende Nährhefeflocken, Bierhefeflocken. Das ist eine natürliche, vollständige B-Vitamin-Ressource außer Vitamin B12. Das müsste man extra supplementieren, besonders wenn man sich vegan ernährt. Punkt 3 wäre, achte auf deine Elektrolyte. Die Elektrolyte sind mit dafür verantwortlich, wenn es mit der Blutzuckerregulierung nicht klappt, wenn es immer wieder Ausschläge gibt und Unterzuckerungssymptome und Überzuckerungssymptome, die sich ähnlich zeigen und die immer wieder zu Heißhunger und zu Müdigkeit und Schlafmangel und Gemütsschwankungen führen. Und deshalb schau, dass du immer gut hydriert bist und dass deine Elektrolyte stimmen. Für mich, ich gebe dir unten in die Shownotes meine Mittel, die ich gerne verwende, um die Elektrolyte gut zu behalten, also in Check zu halten. Mein Punkt 4 wäre dann, substituiere Chrom. Es gibt von Burgestein so kleine Döschen, so Spenderdöschen,
Chromvital, das würde ich dir wirklich empfehlen. Schau einmal, wenn du merkst, du hast immer wieder Energielecks und du bist tagsüber müde und du hast sehr starke Blutzuckerschwankungen und so depressive Verstimmung, dann kann Chrom da wirklich echt eine Hilfe leisten. Aber achte auf den Disclaimer, dies ist ein Schulungskanal. Besprich das mit deinem Arzt, wenn du diese Supplements benutzen möchtest. Und wenn du da das okay kriegst, dann sollte das kein Problem sein. Ja, das war's gewesen. Ich freue mich auf ein nächstes Mal und bis bald.